Welcome back to another German Food Review, and it's Leibniz time. Leibniz, quality since 1891. Cream team, limited edition. Cream team, okay, black and white and double choc. And here's a Leibniz cookie, biscuit, however you want to call it. Do you know Leibniz? I guess it's well known. And yeah, cookies or biscuits with cocoa in it. 150 gram, I think I saw it somewhere here. 150 gram price, I think 1.59 euro or something like that. And here what it is, crunchy biscuit, cocoa biscuit also, filled with chocolate cream or milk cream. Okay, calories, 100 gram, 500 calories, okay, quite high, and quite a lot of salt. I hope it isn't salty. And sugar 28%, fat 23%. What is it? Is there an image on it? Is that, what is that? No idea. Doesn't look like English. That is German here. 26% milk cream or chocolate cream filling, okay. Yeah, cocoa powder and so on. Fat. Yeah, nothing special. Low fat cocoa powder. Yeah, let's open it. Yeah, that's easy. That's nice. Even I can do it. Oh. Okay. They're very tiny. Isn't it? Yeah, smells like dark chocolate or so. Yeah, doesn't smell like sweet or milk chocolate. Anyway, let's taste it. Get a few out of them. Okay. I mean, make sure to. Oh, nice. 3 chocolate ones and 3 milk creamy ones, and there's a Leibniz on it. Yeah, looks quite nice. Nice detail. Look at it. Leibniz cookie. So it's basically an Oreo with a different shape and Leibniz on it. Okay, yeah. Let's cut one. Do I have to cut them? No, I can open it like that. Okay, here's the milk. No, it's the chocolate filling. Sniff test. Yeah, smells like dark chocolate or so. It smells dark, right? This one here. Sniff test. A little like vanilla, I think. Okay, can I cut one? Yes. Okay. Here we go. Oops. Yeah. Tastes like vanilla, I think. Is there vanilla in it? I don't see it. Well, that's quite nice. It's not dark. Doesn't taste dark, but smells darkish. Okay, now this one here. Leibniz, the brown version. Okay, that's more dark. I think I like this one here more. Yeah. A hint of vanilla. That's just, yeah, it's not super dark chocolate, but it's more dark chocolate, right? Here we go. So let's try the stuff alone. Chocolate cream filling. Yeah, very strong cocoa flavor.
Yeah, double jerk, okay. I like this one here more. More sweet, more vanilla-y. Mm. And the cookie is nice. Oh, I want this one here. Mini Leibniz cookie. Please focus. Here we go. Mm. Crunchy. And a little bit of cocoa. Yeah. It's okay. It's like Oreo. Not 100% the same, but it is like it. But thumbs up. So if you don't like Oreo, you will like this one as well. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Leibniz. Aber nur für kurze Zeit. Und zwar das Cream Team. Cream Team. Limited Edition. Und habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ich dachte, es eigentlich wäre nur Black and White. Aber hier ist ja noch Double Choc drin. So ist gemischt. Finde ich aber sehr gut. Ja, so hat man nicht nur ein Aroma da drin, sondern mehrere. Es kann natürlich auch schlecht sein, wenn ihr eins nicht mögt. Dann könnt ihr nur die Hälfte essen. Wie auch immer. 150 Gramm. Ich glaube 1,59 oder so habe ich im Lidl gesehen. Das hier mal alles ein bisschen günstiger. Irgendwie so war der Preis. Kann auch 1,69 gewesen sein. Aber es war auf jeden Fall unter 2 Euro. 150 Gramm, wie gesagt, und hier ist Deutsch drauf. Ja, und erstmal, wenn ihr euch das anguckt, ja, ist so ähnlich wie Oreo. Mischung von Doppel-Kakao-Keksen, ja, sind halt schwarze Kekse. Ich glaube, es gab auch noch eine andere Version. Mit 96% Milchcreme oder Schokoladencreme-Füllung. Ja, die Zutaten hier, seht ihr Vanille? Ich sehe kein Vanille. Vielleicht im Aroma. Keine Ahnung. Kalorien sind ziemlich hoch, ja, 500 zur Schokolade und so. Ziemlich viel Salz, aber ziemlich salzig. Mit 8 Stück haben ungefähr 170 Kalorien. Ja, noch 28% Zucker und 23% Fett. Cream Team. Leibniz. Okay, und wir brauchen noch ein paar. Oh, zu fett die Hand, komm nicht in die Tüte. Oh, kaputt gegangen schon. Ja, was ist das? Weiß, weiß. Oh, diesmal habe ich nur weiß rausgenommen. Wir brauchen aber... Oh, das ist aber hier nicht so gut. Ich sehe keine dunklen. Hey, da ist noch einer. Hier noch einen dunklen. Ich brauche noch einen. Dann haben wir hier noch einen dunklen. Ja, es ist ein schöner kleiner Snack. Wie ihr seht, sind es sehr viele. Obwohl es nur 150 Gramm sind. So, man kann mehrmals snacken, ohne dass man jetzt große Stücken zu sich nimmt. Das finde ich gut. Und ja, der Keks sieht auch schön aus, schön dunkel. Schön detailliert. Löchern, Zähnchen und Leibniz drauf. Hier ist die Füllung. Und es riecht... Schnuppertest. Ja, irgendwie herb. Wie dunkle Schokolade oder so. Ja, wer herbe Schokolade mag, der wird das mögen. Ich mag es nicht so. Aber riecht jetzt auch nicht ekelhaft oder so. Halt dunkel. So, dann haben wir den hier... Aufmachen, ja, der ist ja schon offen. So, ein kleiner Klecks da drauf. Hier sind die Kekschen. Ganz klein, hier wieder. Ja, und das schmeckt so vanillig. Aber ganz lecker. Mit ein bisschen Schoko vom Keks. Ja, man sollte sie natürlich nicht schneiden. Hier ist aber ein geschnittener. Bitte fokussieren. Der ist auch ein bisschen süß hier, die weiße Version. Hm. Gefällt mir. Black and White. Dann gibt es noch Double Choc. So sieht Double Choc aus. Here we go. Hm. Ja, erstmal schmeckt nicht schlecht, aber es hat schon, ist nicht so wie Vollmilchschokolade oder so, ist halt wirklich sehr kakaoig. Schmeckt aber allerdings nicht schlecht, so kann man auf jeden Fall essen. Aber ich würde die weiße Variante bevorzugen, die ist mehr Vanille, süßlich, das hier ist mehr herber Kakao. Aber schmeckt auch gut. Wenn man etwas Herberes haben möchte oder mag, dann nimmt man die Double Choc oder man isst einfach beide. Schmeckt beides gut, ja.
Hier ist die Cream. Ein kleiner Klecks da drauf. Here we go. Ja, und der Keks schmeckt auch nach Kakao, dunklem Kakao. Nicht süß oder so. Also, der ist schon süß, aber schmeckt mehr nach Kakao. Was haltet ihr von der Idee hier? Die Kekse sind auf jeden Fall gut. Vielleicht kann man die Dinger auch dippen. Im Kaffee oder so. Was haltet ihr davon? Einfach mal einen Kaffee dippen. Dann werden die so ein bisschen weich und haben noch Kaffeearoma drin. Ja, mein Gewinner wäre auf jeden Fall Black and White. Aber Double Chocolate ist auch gut. Nur nicht mein Favorit. Here we go. Und es macht eure Finger dreckig. Ja. Na, einen essen wir noch. Einen weißen. Oder eigentlich kann ich auch mal. Von die Creme da gekostet. Ja, ist halt ein bisschen herber, ist nicht so mein Fall. Aber wir werden jetzt doch mal hier die Schneeversion kosten. Okay, die ist ein bisschen bröcklich. Bleibt jetzt. Here we go. Ja, schmeckt süßlich nach Vanille. Finde ich besser als Schoko. Here we go. Das ist gut. Dann ist auch der Keks nicht ganz so herb. Der ist jetzt nicht wirklich herb, aber herber als Milchschokolade. Aber schmeckt auch nach Keks im Nachgeschmack lecker. Ja, wenn ihr Oreo mögt, werdet ihr das wahrscheinlich auch mögen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sehr viele sind hier drin, das ist gut. So muss man nicht immer so, so kann man nur 3, 2, 3, 4 kleine nehmen. Ja. Nicht schlecht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.